Und dann sind wir schon ziemlich viel weiter. Boah, das hat mich so viel Stress gekostet in diesem Rundgang nämlich. Oh Mist, ey. Kacke. Das war nicht gut. Ist bloß nicht treffen lassen. So, schnell abspeichern. So, ist hier jemand? Wie gesagt, in diesem Rundgang, ey, da sind so viele Wachen und die sind irgendwie, ich habe das Gefühl, die waren auch viel stärker. Also ich glaube, man sollte die auch gar nicht erledigen. Und boah, da habe ich eine halbe Stunde oder so lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, welche Räume man hier noch so nehmen kann und was so taktisch das Beste ist, was man macht. So, da ist gerade eine Granate geflogen. Die haben hoffentlich schon ein paar Mobs. Die hat hoffentlich ein paar Mobs mitgenommen, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. So, hier müssen jetzt irgendwo noch zwei von diesen Assis rumlaufen. Und da hinten ist einer. Der da. Der Sack. Der Sack. Der hat danach geworfen. Eine Granate, aber das können wir auch, weil hier sind nämlich auch wieder welche. Ja, genau. Das geht ja schon wieder wunderbar los hier, ey. So ein Mist. So, jetzt fliegt doch bestimmt hier wieder die Granate. Zack, da ist er geflogen. Oh, und der Typ da hinten. Der ist so ätzend zu kriegen. Na komm schon, flieg. Nein. Ja, okay. So, das heißt, ich erwarte von... Da sind sie doch. Ich sehe sie doch. Pass auf, die kriegen wir. Mit einer Desert Eagle? Nee, machen wir hier mit. Und hier stand ich gerade auch ziemlich scheiße, glaube ich. So, denn wir machen jetzt auf jeden Fall den hier. Boah, ey. Habt ihr gesehen, wie der mich mal gerade weggerotzt hat hier? So, und jetzt nichts wie... Boah, das hat ja mal gar nichts gebracht gerade. Naja, naja. Aber da hinten sind Painkiller. Painkiller, Painkiller. Und direkt drei weg. Na toll. Hier wird ein bisschen Fleisch geschnitten. Also ziemlich kalt hier offenbar. Man sieht den Atem von Max Payne. Von Max. So. Und das lief schon ein bisschen besser. So, dann gucken wir nochmal, ob hier irgendwas drin ist. Weiß ich nämlich nicht, weil jetzt bin ich auch nicht viel weiter gekommen. Weil ich wollte eigentlich schon das Spiel möglichst... Sehr gut. Na okay, ich komme hier nochmal raus. Ich dachte schon, ich werde sie gefangen. Ich will das Spiel natürlich wirklich in aller Konsequenz hier irgendwie versuchen, blind zu spielen. So, ich glaube, hier weiß ich, dass noch einer steht. Da ist der nämlich, der Penner. So, und ey, wie der mich mal trifft, ne? Boah, Alter. Achso, Alter. Ja, Alter habe ich voll viel gesagt in der... Haha, der hat ihn tatsächlich erwischt. Das hatte ich in der anderen Aufnahme ziemlich viel gesagt und das ist mir auch total auf den Nerv gegangen. Weil ich mich so übelst aufgeregt habe. So, und jetzt mache ich den hier, den gar aus. Okay. Mist, dann muss ich den da hinten noch irgendwie kriegen. Aber der ist schon ein bisschen aus der Deckung rausgegangen. Ach Mann, wie er mich wieder abgetroffen hat hier. So ein... Oh. Aber ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen das jetzt wie folgt. So, erstmal drei Painkiller, damit... Oh Mann, ey, so ätzend. Hab ich? Nein, habe ich nicht. Der hatte doch hier irgendwo eine Ingram... Da ist er. Die Ingram fallen gelassen. Und, gut, dann liegt hier noch die Knarre. Die hat er direkt hier fallen lassen. Der ist bis hierhin geflogen. Das ist gut. Zack, rüsten wir aus. Dann machen wir nämlich folgendes. Gut, dass mal wieder geklappt hat. Und wie der mich trifft. So, komm, Granate. Flieg. Da fliegt sie. Und wir treffen jetzt mal den. Na gut, hat ja einigermaßen geklappt. So, Desert Eagle. Nee, ich will keine Desert Eagle ausrüsten. Das muss reichen für den da. Na komm schon. Max, triff einfach. Mann. Oh. So. Fress. Wer das überlebt hat, der kriegt mit der Schrotflinte noch einen drüber gebraten. Hat aber keiner überlebt. So, Ingram, nicht vergessen. Und der Typ da hinten ist wirklich unangenehm. Wie machen wir den denn am besten? Ich glaube einfach nur mit der Desert Eagle. Der hat halt eine Ingram. Und ich würde mal sagen, wir begegnen dem Typen. Also, die Ingram ist ja eigentlich nicht sonderlich treffsicher. Und wenn der mich aus großer Entfernung versucht zu treffen, haben wir vielleicht einen Vorteil, wenn wir
mit der Desert Eagle ballern. Das ist jetzt jedenfalls die Idee, aber meine Bullets fliegen viel zu langsam. Ich muss voll da, jetzt habe ich ihn getroffen. Ich muss voll vorlegen. Der lebt noch, der Penner. So, den Rest gebe ich dem hier mit. Wow! Nein! Ach, wie er mich wieder getroffen hat, ey, Mann. Gibt hier irgendwo noch die Knarre von dem anderen? Na, egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Scheiß Stelle, richtig beschissene Stelle. Hier kann man noch nicht mal irgendwelche Boni abgreifen oder so. Hier ist nix. Super ätzend. Naja, naja. So, und jetzt, ab jetzt ist wieder alles blind. Weil ich mir ziemlich genau in dieser Kreuzung überlegt habe, nee, das kannst du nicht bringen. Das war so scheiße, was du gemacht hast. Das kannst du den Leuten nicht antun. So viele Fails. Das war so wie, als hätte ich I Wanna Be The Guy gespielt oder so. So ungefähr kann man das vergleichen. So häufig bin ich da abgekackt. Einfach nur Trial and Error und eigentlich nur Error. Things were fast going from bad to worse. Ah, guck mal hier, hier liegen noch Leichen. Vielleicht sollte ich... Haben die irgendwas... Naja, gut. Schade, Waffen haben sie nicht hinterlassen, das haben die, haben die Gangster schon mitgenommen. Das ist hier. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The man in blue. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys and I had the place all for ourselves. Na wunderbar. Da sind wir endlich wieder in diesem Raum. Es war, hat mir immer so viel Spaß gemacht hier. Hier hätte ich den Ausgang nicht gefunden. Aber mittlerweile komme ich in die, auf meine Lounge rein. Du wiederholst dich, Junge. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Mona? Oh, okay, Moment mal. Nein! Alter, ich war noch nicht mal fertig. Ich hab grad mein Headset zurechtgerückt. Mann. Ich seh nix. Da hinten kommt wieder so einer. Pass auf, den überraschen wir von hier aus. So. Zack, 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 zack. Na, da war noch mehr, oder? Nicht? Okay. So, kurz zwischengespeichert. What? What's up? Bam! Bam! Hab ich getroffen? Ich glaube schon, ne? Und nochmal. Bam! Hahaha! Jawoll! Drei punktgenaue Schüsse. So, sag mal, dass hier ein Painkiller drin ist. Mach auf! Nix drin. Aber hier ist... More evidence that Punchinello didn't like as much. Yes! The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. This news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Gut. Ah, hier mal wieder unser nettes Arschbild. Huch, ich wollte gar nicht schießen. Zack. Ist nix. Soll ich, kann ich in die Bar? Do not disturb. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte erst noch in diesen Raum hier. So, jetzt die ballern jetzt hinter mir, die kommen wahrscheinlich hinterher. Ingram Dingsbums habe ich nämlich noch ein bisschen, denn hier, mindestens der hat ja noch ein bisschen
Toni fallen lassen und überhaupt. Naja, gut, das haben wir schon gut, darauf kenne ich. Ist schlecht. Kommen ja gar nicht hinterher. Dann, wenn ich wüsste, wo die stehen, kann ich ja vielleicht. Da hinten steht einer. Pass auf. Eine Granate reinschmeißen. Und einer fliegt schon mal ganz ordentlich weg. So. So, das heißt. Einer ist übrig und. No! Habe ich abgespeichert? Na. Nee, der lebt noch da hinten. So. Und da habe ich eben so ein Theater gemacht. Dreimal rechts und links und hin und her gesprungen und überhaupt. Bringt's ja mal gar nicht. Also more wir evidence than punch. Ja, ja, komm. For the record nehmen wir nochmal mit. I didn't like it much. Zack, zack, zack. Zwischengespeichert. Und dann gehen wir nochmal nicht hin. Ah, die Klos sind offen. Hey, yeah. Ja, genau. Habe ich das nicht gut gemacht, Leute? Ich bin doch echt ein Genie. Pass auf, weil wir die so selten benutzen, nehmen wir für diesen Freund hier. Zack. Einmal den hier. In seiner Captain America Unterhose. So, Painkiller habe ich natürlich hier schon geplündert. Hier gibt's nichts mehr zu holen. ja, dann, zack. Na, mach auf. Zack. So, kennen wir das Spielchen. So, wir springen zur Seite. Das heißt, es war gar nicht so schlecht gegen. So, wir springen nämlich jetzt hier um die Ecke. Guck mal, ob da einer kommt. Ja, kriegt er. Ja, die bleiben in dem Raum drin. Machen wir das gleich nochmal. So, einer fliegt. Pumpgun-Action. Scheiße. Scheiße. Ja, ja, komm. Okay, jetzt pass auf, dann machen wir es direkt mal hier als Game Save. So, dann, also nochmal. Wie wäre es, wenn ich denn diesmal die Granate in diese Richtung lasse? Ah, das ist ein Hopf. Sind die Waffen stärker von denen? Nice. Nicht gut, nicht gut. Da ist einer. Zack. Wie ich den weggerotzt habe. Sehr geil. Moment, den hinter der Bar, den nehmen wir auf jeden Fall mal so mit. So, den auch. Moment, ne, der kriegt hier eine fette Granate von mir. Hier, friss. Und dann steht hier noch einer in die Ecke. Oder, ne, den hat's auch schon wieder gerissen. Und jetzt, er muss nachladen. Das nutzen wir mal aus, um mal aufs Maul zu fallen. Na, also geht doch. So, Ingrams angesagt und, Thank you've been a lovely audience. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Yeah, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Das Angebot, das wir nicht ablehnen können. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business.
If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop two in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn Riverfront was a maze of rusty containers, sharp bone cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line,